Was für ein Haufen Scheiße, fick euch doch alle. Hallo liebe Leute, nein, ihr sollt euch nicht ficken. Es geht um mein Video Diss zum Aufwärmen. Das war so hart, ne? Boah, oh, der Anster, oh, der hat bestimmt geweint deswegen. Und die Prügelszenen am Ende, die waren richtig hart. Boah. Wer hat das denn jetzt gemeldet? Anster und seine ganze Sippe, seine Freunde, die auch keine Kinder haben? Oder wer war das? Das ist wieder ein spontanes Video. Ich habe heute Morgen erfahren, dass es gesperrt wurde. Ich habe auch gedacht, vielleicht liegt es an den Prügelszenen am Ende. Vielleicht sind die ja zu hart für einige. Oh, dieser Beton, der kann es doch gar nicht zeigen. Melden, melden, melden. Ich mach nichts gegen Akta, aber melden, 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 melden. Ich mach nichts gegen Koni. Ach, Koni, scheiß drauf. Akta, melden, melden, melden. Aber gegen Akta mache ich immer noch nichts. Cool, cool. Das heißt, die ganzen, wie soll ich sie nennen, Schwachköpfe dürfen andere YouTuber beleidigen. Aber wenn wir mal zurückfeuert, dann wird's gesperrt. Cool. Julian hat richtig abgelästert über San Diego. Das Video wurde kurzzeitig von YouTube weggenommen, überprüft und wieder, sag ich mal, hochgeladen. Ja, hochgeladen kann man nicht sagen, aber es ist wieder erschienen, man konnte es wieder gucken oder man kann es jetzt wieder gucken. Und ich mache im Vergleich dazu was Harmloses, ja, und dann wird's gesperrt. Was läuft denn hier falsch? Stimmt, ich bringe ja nicht so viele Klicks ein wie Julian. Ah, ja, genau, so läuft es, oder? Ja. Oder war es wirklich zu hart am Ende, wo diese eine Asiate verprügelt wurde? Es gibt härtere Szenen, viel härtere. Ich habe noch was Harmloses genommen und kommt mir jetzt nicht, aber Tom, das ist doch so heftig. Ja, geht doch heulen. Boah, ey. Werde ich jetzt nie wieder dissen? Doch, ich diss erstmal YouTube. Ein Diss-Video gegen YouTube. Das wäre doch mal sinnvoll, nicht wahr? Das ist ja schon ein kleiner Diss gegen YouTube. Wird das Video jetzt auch gesperrt? Cool. Vielleicht sollte ich Anwalt werden, so wie Kollege Jura studieren. Cool. Arschlöcher dürfen also Arschlöcher sein und aktive YouTuber müssen sich zurückhalten. Ja, so läuft das. So wie in echten Leben. Das heißt also, Arschlöcher dürfen andere verprügeln und kommen davon, weil meistens kein Gerichtsverfahren stattfinden wird. Und Arschlöcher dürfen auf YouTube andere beleidigen. Und wir dürfen sie nicht mal, wir, also die aktiven, netten YouTuber, dürfen sie nicht zurück beleidigen. Cool. So läuft das also in der Welt. Ja, ist doch ein völliges Gleichgewicht. Irgendwann sind mehr Arschlöcher da als nette Leute. Warum? Das Video ist ein guter Beweis. Wir dürfen nicht zurückfallen. Ja, der Klügere gibt nach. Ja, natürlich. Ein paar Leute schlagen auf jemanden ein. Der wehrt sich nicht, weil er denkt, ja, der Klügere gibt nach. Bam, bam. Und dann stirbt er und hinterlässt Frau und Kind. Der Klügere gibt nach. Genau YouTube. Genau Welt. Genau dumme Leute da draußen. Mehr habe ich nicht zu sagen. Euer Beton. Bis zum nächsten Mal.